Hi, ich bin der Julian, ich bin 22 und ich studiere im zweiten Semester Sound and Music Production am Mediencampus in Dieburg. Im Werkstattunterricht machen wir gerade ein Hörstück. Und zwar geht es darum, dass wir einen Ort vertonen müssen, der uns gut gefällt. Dafür machen wir viele Aufnahmen, laufen dann in Frankfurt oder in Darmstadt rum, nehmen Sachen auf und die werden dann nachher im Studio noch nachbearbeitet. Letzte Woche wurden Kommilitone und ich von einer Viertsemesterstudentin Videobereich für einen Film engagiert. Da machen wir dann das Sounddesign und auch die Musik für den Film. Da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Hi, ich bin Liz. Ich studiere Wissenschaftsjournalismus und das Besondere an unserem Studiengang ist, dass es das nur zweimal in Deutschland gibt, so in der Ausführung, wie wir es hier in Dieburg haben, sogar nur einmal. Wir studieren 50% Journalismus und 50% Naturwissenschaften, das heißt Bio, Chemie, Physik und Medizin. Und insgesamt im ganzen Studium machen wir sehr viele Projekte mit Radio- und Zeitungsredaktionen zusammen und wir gehen auch immer wieder auf Kongresse, um dort Kontakte zu knüpfen. Hallo, ich bin Jan und studiere Animation Games am Dieburger Mediencampus. Egal ob Spiel- oder Animationsfilm, für alle haben Skizzen und Konzeptzeichnungen oberste Priorität. Wir fangen meistens an mit irgendeiner Idee, bringen sie zu Blatt Papier oder auch in digitaler Form und reichen sie in unserem Team ein. Langweilige Vorlesungen gibt es bei uns nicht, denn bei uns liegt der Schwerpunkt auf Praxis. Auch unsere Dozenten kommen direkt aus der Branche. Momentan haben wir ein Thema. Das heißt 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir haben einen Konflikt, zwei Charaktere, drei Monate Zeit und vier Wände. Hi, ich heiße Caro und ich studiere Online-Journalismus, weil heutzutage jeder Journalist online können muss. Der Vorteil an der Hochschule Darmstadt ist aber, dass wir sehr breit ausgebildet werden. Das heißt, wir lernen, Audiobeiträge fürs Radio zu erstellen, Videos zu drehen und zu schneiden und auch ganz klassisch Texte für Magazine oder Zeitungen zu schreiben. Der Praxisbezug ist das Wichtigste in unserem Studiengang. So lernen wir zum Beispiel in Textwerkstätten, wie man Texte schreibt, wie man richtig recherchiert und wie man Interviews führt. Als Projekt habe ich zum Beispiel mit Kommilitonen zusammen ein eigenes Kindermagazin im Print entwickelt. Hallo, mein Name ist Sebastian. Ich studiere Informationswissenschaften am Campus Dieburg. Die Informationswissenschaften beschäftigen sich mit dem Rohstoff des 21. Jahrhunderts, der Information und deren Verarbeitung. Wir vereinigen die Fachrichtungen Medien, Wirtschaft, Bibliothekswesen und Informatik. Unsere Veranstaltungen bestehen aus einem gesunden Mix aus theorievermittelten Vorlesungen und praxisnahen Laborarbeiten und Programmierarbeiten. Zurzeit führen wir ein SEO-Projekt durch, bei dem es darum geht, einen Blog zu programmieren, der möglichst hoch in Google gerankt wird. Hey, ich bin die Laura und studiere Interactive Media Design. Bei uns dreht sich alles um die Planung, Gestaltung und Entwicklung von interaktiven Produkten, wie zum Beispiel Websites, Apps, Games, Software oder Installationen für Ausstellungen. Jedes Semester arbeiten wir in kleinen Teams an einem Projekt. Ich zum Beispiel arbeite mit meinem Team an einer interaktiven Simulation unseres Sonnensystems, die auf einem Multitouch-Tisch laufen soll. Jedes Semester hat einen eigenen Arbeitsraum und Zugang zu verschiedenen Laboren, wie zum Beispiel dem Usability Lab oder dem Physical Interaction Lab, wo hardware-technisch gearbeitet und fleißig gelötet wird. Hi, ich bin Lisa und ich studiere hier am Mediencampus Public Relations. Bei uns im Studium stehen vor allen Dingen die Praxisprojekte im Vordergrund. In unserer Lernagentur arbeiten wir mit echten Kunden zusammen und erarbeiten für die Strategien und PR-Maßnahmen. Schwerpunkt ist natürlich der Online-Bereich. Da führen wir zum Beispiel unseren eigenen Blog, die PR-Fundsachen. Teilweise organisieren wir auch ganze Veranstaltungen selbst, wie zum Beispiel Podiumsdiskussionen. Aber natürlich müssen wir uns auch ab und zu mit der Theorie auseinandersetzen. Ja, also ich bin die Vero, ich studiere Motion Pictures. Das Besondere an unserem Studiengang ist, dass man von Anfang an vollkommen in die Praxis eingebunden wird. Man macht das, was einem Spaß macht und das, was man gerne macht, und zwar Filme drehen. Was auch sehr cool ist und einem sehr weiterhilft, ist die verschiedene Auswahl an Electives, die wir haben. Dadurch, dass wir in großen Teams miteinander arbeiten, die sehr realistisch zusammengestellt sind mit den verschiedenen Arbeitsvorgängen und den verschiedenen Arbeitsplätzen, die man da besitzt, kristallisiert sich für jeden relativ schnell individuell heraus, was einem liegt und was nicht und wo man seinen Platz auch in dieser Branche findet.